geht ab, DebbieTV. Heute wieder mit einem neuen Video. Ich teste Döner. Heute bin ich in Leonberg und da gehen wir zu dem Dönerladen Leo 2000, nennt sich der. Das ist vom Leo Center. Der Name wahrscheinlich abgeleitet, denke ich mal. Ich habe nicht so eine Historie oder so darüber, aber das denke ich mir so. Und 2000, denke ich mal, das ist das Gründungsjahr. Und da gibt es so einen speziellen Jufka und den werden wir testen. Also, gehen wir hin. Das ist das letzte Video in diesem Jahr und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, da das Video im neuen Jahr online kommt. Hier an dieser großen Kreuzung ist der Laden. Natürlich wird die Adresse wieder verlinkt. So, was hast du? Machst du bei mir Zwiebeln? Rotkraut, Mais und Schaf und noch weiße Soße. Alles? Ja, das ist alles. So sieht noch glücklich aus, wenn man sein Essen hat. Ich bin jetzt irgendwo um die Ecke gefahren, auf so einem Parkplatz beim Rathaus oder so. Guck mal Leute, ich sag's euch, wenn ihr hier aus der Gegend von mir kommt, meiner Meinung nach, das hier ist der beste Ayran. Das ist keine Werbung, aber das ist der geilste Ayran. Vom Joghurtgehalt, von der Salzhaltigkeit, sage ich mal, Bombe. Der Ayran, eine 10 von 10. Geil. Und jetzt kommen wir zum Jufka. Der Jufka, das ist so ein spezielles Brot, das ist nicht selbst gemacht, aber das ist so ein, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, so ein Maisbrot, so Gyros-Pita-Brot mäßig ist so, aber das ist eine Kombination mit dem Döner, kann nur anders geil werden. Und ich habe jetzt erfahren, heute gerade eben, habe gefragt, heute hatten die jetzt Rotkraut da, aber die haben auch Weißkraut manchmal da, mitgemischt mit Karotten, das ist auch richtig, richtig gut. Ist jetzt nicht so groß wie der letzte, das eine Lachmacun-Spezial, was ich mal in dem Video gemacht habe, bei dem hier. Geht es hauptsächlich um das Brot. Und wie ihr sehen konntet, gab es zwei verschiedene Fleisch, Scheibenfleisch, also Jaffa-Fleisch und ganz normales Hackfleisch. Ich habe mich für Scheibenfleisch entschieden natürlich. Boah. Das Fleisch ist richtig saftig. Warte, ich beiß mal ab, um ein größeres Stück rauszuholen. Das ist sehr geil, sehr, sehr geil gewürzt. Allein dieses Fleisch, das war bis jetzt das geilste von dem Scheibenfleisch, was ich gegessen habe. Das Fleisch bekommt von mir eine 9,3. Richtig schön gewürzt. Meines Geschmacks ist richtig geil. Schöne Weißsoße, eine schöne rote Soße. Rote Soße geht auch wieder. Nicht so klassische, einfach eine Mayo-Soße mit Tomatenmark oder so, dann rot gemacht. Nee. Das geht auch wieder in diesen Eiwa-Geschmack. Was ich persönlich gut finde. Das Fleisch hat ein bisschen was Rauchiges, würde ich sagen. Was mir persönlich sehr gefällt. Richtig gut, schöne weiße Zwiebeln, frische Zwiebeln. Der Jufka hat jetzt gekostet 6 Euro. Da will man doch nur einfach zerfetzen. Wisst ihr, bei einem Essen, wenn jeder Biss umso geiler schmeckt das Essen wird immer einfach immer geiler, ihr könnt nicht mehr aufhören. So geht es mir hier, jeder Biss ist immer und immer geiler bei dem Jufka. Das scharfe Pulver von dem ist auch
leicht scharf für mich. Für Menschen, die normal scharf essen, ist super. Für mich ist es so, kitzelt es so ein bisschen. Es sieht zwar klein aus, aber ich finde es gut belegt. Es ist fett, dick, kann aber schon satt werden. Und dann ist es, als könnt ihr es sehen, ich zeige es euch mal. Hier dieses Brot. Das ist so ein bisschen gelblich so. Ich glaube, das ist so mit Maisstärke bestrichen oder irgendwie, keine Ahnung. Könnt ihr das gerade riechen oder essen? Ich würde den lieben gerne mit mir tauschen. Vielleicht kennen manche meiner Zuschauer den Döner. Vielleicht waren die auch schon dort bei dem Laden. Weiß man nicht. Könnt ihr in die Kommentare mal schreiben. Ich kann euch jetzt schon sagen, für diesen Jufka, für diesen speziellen Geschmack, wegen dem Brot auch, hauptsächlich wegen dem Brot, kann ich es euch definitiv empfehlen. Zu der Bewertung kommt natürlich später. Und zu einem Jufka oder zu einem Döner, wenn die einen leckeren Eiran da haben, ist ein eiskalter Eiran das Beste zu einem Döner. Das ist halt der einzige Nachteil beim Jufka-Essen, ist hier tropft alles. Das tropft alles runter. Das Geile ist auch, ohne dass ich das sage, ich habe es ihm zwar gesagt, weil ich es nicht wusste, aber er bestreicht auch das erste Brot mit roter oder weißer Soße, mit dem, was du möchtest. Und danach legt er schönes Fleisch drauf. Das ist ein direkter Pluspunkt. Guck, hat man sich hier nicht schmutzig gemacht. Aber ein direkter Pluspunkt. Habe ich vergessen am Anfang gleich zu sagen, was er bei mir im Video macht. Eigentlich das erste, was ich sage. Jetzt kommen wir zur Bewertung. Der Dönerladen ist richtig, richtig klein, aber fein. Man würde man niemals eventuell darauf kommen, dass da in so einer kleinen Ecke vielleicht so ein Dönerladen versteckt ist, würde man wahrscheinlich eher übersehen. Was ja nicht verwerflich ist, weil es so ein kleiner Blickfang ist, sage ich mal. Aber aus kleinen Läden kommen manchmal die heftigsten Gerichte zum Essen, zum Vorschein. Die meisten besten Ideen oder sonst was. Da habe ich auch noch ein, zwei Dönerläden, wo ich das so unterschreiben kann, sage ich mal. Für meinen Geschmack, für meines Erachtens. Das Brot ist was Neues, was heißt was Neues? Was anderes. Das Brot an sich vom Geschmack her, es ist nicht selbst gemacht, das ist eingekauft. Aber das Brot bekommt, was geschmacklich geil ist, bekommt das Brot eine 8,7. Wenn es selbst gemacht wäre, hätte das Brot eine 10 von 10, bin ich euch ehrlich. Aber es ist nicht selbst gemacht, also ja, muss man ein paar Punkte abziehen. Die rote Soße, wie ich schon gesagt habe, das ist so ein bisschen in die Richtung Eiber. Schmeckt mir sehr. 9 Punkte. Die weiße Soße ist echt gut, so knoblauchhaltig auch gut. Gebe ich auch 9 Punkte. Dann für das Fleisch, habe ich ja schon gesagt, gebe ich 9,3. Am Salat kann man sehr wenig falsch machen. Außer bei einem Dönerladen, wo ich mal war. Habe ich auch ein Video, aber ist ja auch. Könnt ihr dann anschauen. Salat frisch, Zwiebeln frisch, Tomaten gab es auch, Rotkraut, Mais und scharf. Was kannst du da viel falsch machen? 9,5. Der ist halt ganz klein gehalten, weil er wenig Platz hat, aber es ist halt so, man muss dann sozusagen das nehmen, was da ist, meiner Meinung nach. Und der sucht natürlich das Beste aus, das, was die Leute am meisten essen, das verkauft er natürlich auch. Oder das, was er selber isst. So wäre ich auch. Ich würde auch nur das verkaufen, was ich auch selber esse. Ich würde nichts verkaufen im Laden, was ich selber nicht essen würde, weil das wäre irgendwie falsch, finde ich. Das ist meine Meinung. Der ganze Jufka an sich, das ist halt kein Döner. Das ist ein Jufka. Aber ich sage dir, ich teste die Dönerläden. Nicht, dass ich einen Döner teste. Ich habe gesagt, wenn irgendwas Spezielles gibt oder was anderes, was überkrasses, was es so nicht woanders nochmal gibt oder selten gibt, dann teste ich das Spezielle.
Und der Jufka ist da das Spezielle. Deswegen dem Jufka in der ganzen großen ganzen Kombination gebe ich eine 9,2. Das ist so meiner Meinung nach. Geschmacklich geil. Wie das Hackfleisch schmeckt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht genommen, weil beim Jufka gemischtes Fleisch dann so raus zu bewerten und dann ist so gut wie unmöglich, weil das dann eventuell alles zu gepresst ist im Döner, kann man das leichter unterscheiden und auch leichter dann rausholen. Deswegen. Und da das Video hier im neuen Jahr sehen werde, also jetzt in 2022, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Viel Gesundheit, viel Glück in den Zielen, was ihr anstrebt, dass ihr erfolgreich seid. Und ich sage danke für das schöne Jahr 2021. Habe ich eine reichliche Zahl an Abonnenten dazu bekommen, ohne dass ich das irgendwie eventuell krass verdient hätte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie meine Videos so ankommen bei euch, mal gut, mal schlecht. Ich sehe es an den Bewertungen, die Döner-Videos, die machen euch Spaß anzuschauen und den Scheiß, was ihr auch von mir gebt, von mir rede, dann denke ich mal, ich bin jetzt gerade in einer richtigen Richtung. Wenn ihr, wie gesagt, weitere Dönerläden habt, ich kriege echt viele in Kommentar geschrieben oder auf Instagram geschrieben oder in Facebook auf meiner Seite kriege ich auch geschrieben. Ich habe schon einige Dönerläden, wenn ihr welche habt, wo auch in Umgebung von meiner Nähe ist, ist umso besser, kann ich sie schneller testen. Dann lasst es mich wissen, im Umkreis von Stuttgart oder Umkreis von Kreis Böblingen oder in Baden-Württemberg so. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal, euer DemiTV. Peace.